Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Industrial Craft 2 Tutorial. Heute geht es um den Stone Dust und der Stone Dust wird zum anderen benötigt für CF Powder zum Beispiel. Und dieses CF Powder benötigen wir dann im CF Sprayer, um aus diesem CF Sprayer dann mit Iron Metal Sheets dann am Ende Reinforced Stone ganz einfach herzustellen. Also durchaus auf jeden Fall ein nicht unwichtiger Baustein. Und Stone Dust kriegen wir in der Thermalzentrifuge oder der einfachere Weg in Ore Washing Plant. Die Ore Washing Plant braucht ein bisschen was an Strom, habe ich hier schon mal vorbereitet. Und wir brauchen ein bisschen was an Wassereimern oder eine Wasserquelle oder wie auch immer. Hier interagiert er auch mit dem Wassereimer, das ist schon mal cool. Und dann können wir hier den Quabble einfach reinpacken und dann rennt der gleich einmal entsprechend los. Dann haben wir hier einmal die Rezepte-Vorschau und wir sehen und sehen und sehen. Da passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Und wenn der das dann gleich hier einmal gemacht hat, erhalten wir auf jeden Fall einmal Stone Dust. Wir können natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, unsere Crushed Erze halt ganz einfach ja, wie soll man sagen, waschen und dann erhalten wir so ein bisschen was zusätzlich noch hier raus. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Und wir kriegen halt noch Stone Dust, wir kriegen hier die Purified Crushed Cover und so weiter, bla bla bla. Also dieses Crushed kriegen wir im Übrigen im Maze Evader raus. Und ja, das ist das. Also das sind so die zwei Wege, die man halt auf jeden Fall gehen kann. Wir sehen, einmal ist er durchgerannt, wir haben eine Stone Dust, alles gut. So macht man auf jeden Fall Stone Dust. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.